Die Füchse haben im Kampf um die Europapokalplätze ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz gesendet und den TBV Lemgo mit 35:24 aus der Halle gefegt. Von Beginn an zeigten die Berliner, wer hier Herr im Haus bzw. im Fuchsbau ist. Schnell führten sie mit 4:0. Markus Richwin wird dabei in Überzahl optimal freigespielt und hat dann alle Zeit der Welt, um den Treffer zu erzielen. Die Gäste aus Lemgo bissen sich in der Anfangsphase immer wieder die Zähne an der aggressiven Abwehr der Füchse aus. Und so kamen die Hausherren zu leichten Toren. Thorsten Lahn in der 10. Spielminute mit dem 9:2. Die Füchse überzeugten auf ganzer Linie. Selbst in Unterzahl bewiesen sie, warum sie eine der besten Abwehrreihen der Liga haben. Optimales Verschieben zur Ballseite und hin und wieder ein aggressives Raustreten auf den Ballführenden. Der TBV war nicht in der Lage, seine numerische Überlegenheit auszunutzen. Und wenn doch mal einer durchkam, hatten die Füchse dann den erneut gut aufgelegten Peter Stochel zwischen den Pfosten zu stehen. Coach Dago Sigurdsson konnte zufrieden sein. Doch neben der gewohnt stabilen Defensive überzeugte heute auch der Angriff. Die Spielzüge wurden auf bis zur 100%igen Chance weitergespielt. Mark Bult auf Richwin, 14:7. Die Fans sahen ein zu großen Teilen temporeiches Spiel mit einer dominierenden Heimmannschaft. So ging es mit 18:13 in die Kabine. In der zweiten Hälfte machten die Füchse genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Hinten sicher stehen und vorne geduldig die Chance herausspielen und nutzen. So bauten die Hauptstädter ihren Vorsprung immer weiter aus. Mark Bult per 7 Meter zur ersten 10-Tore-Führung. 31:21. Am Ende siegten die Füchse klar und auch in dieser Höhe hoch verdient. Der Schlüssel war diesmal neben der guten Abwehr auch eine überzeugende Offensive. Ich glaube, heute hat alles einfach funktioniert. Also von Anfang an bis zum Ende haben wir vorne alles getroffen, die Abwehr stand stark und der Torhüter hat heute alles gehalten. Wir haben wirklich mit Geduld und mit Inspiration neuer Ideen umgespielt. Unser Angriff bis jetzt hier in 2011 war ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu auf Tor, nicht 100%. Heute haben wir wirklich mit Inspiration gespielt und mit neuen Sachen auch. Und deswegen sieht es auch leicht aus, Handball zu spielen. Und das war es auch eigentlich heute. Ich denke, man hat heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen. Wir haben sehr kompakt in der Deckung gestanden, hatten einen guten Torhüter dahinter mit Peter Stochel. Und sämtliche Mannschaftsteile haben eigentlich funktioniert. Man hat es gesehen, am Anfang sind wir Gegenstöße gelaufen. Ivan hat die 7 Meter reingeschossen. Uns ist es heute einfach gelungen, den Ball laufen zu lassen und die Chance herauszuspielen. Und haben so einen sehr souveränen und hohen Sieg eingefahren heute. Vor allem einen wichtigen Sieg nach der längeren Pause. Einer, der während dieser Zeit trotzdem Spielpraxis sammeln konnte, ist Markus Richwin. Er absolvierte seine Länderspiele 4 und 5 und war sehr erfreut darüber. Es war sehr schön, muss ich sagen. Also es hat mich wieder gefreut, dabei zu sein. Und ich denke, ich konnte auch viele Eindrücke wieder mitnehmen und ich konnte mich auch gut präsentieren. Und ich hoffe, ich bleibe in guter Erinnerung. In guter Erinnerung bleiben wird den Füchsen dieser Sieg gegen Lemgo auf jeden Fall. Doch nun heißt es, sich auf die nächsten schweren Aufgaben zu konzentrieren. Also wir spielen jetzt nächste Woche Mittwoch in Friesheim. Und natürlich auch ein ganz wichtiges Spiel. Jetzt sind nur noch Endspiele für uns. Und jedes Spiel gehen wir 120% dran und wir würden einfach kein Spiel mehr verlieren, um unser Ziel zu erreichen. Wenn wir diese 6 Spiele gewinnen, dann haben wir die 4. Platz. Das können wir selber entscheiden. Und ein 4. Platz wird für Füchse Berlin überragend. Im Topspiel besiegte der THW Kiel den HSV Hamburg mit 38:35. Außerdem gewannen die Rhein-Neckar-Löwen in Großwaldstadt und Göppingen in Lübecke. Die weiteren Partien finden morgen bzw. am Wochenende statt. Die Füchse bleiben Vierter vor Göppingen und Flensburg. Unten befindet sich der nächste Füchse-Gegner Friesenheim auf dem Relegationsplatz. Auf den Abstiegsrängen stehen Ahlenhamm und Rheinland.